Also wenn das kein krasser Loot war, dann weiß ich auch nicht. Runter damit! Na, guck mal, wie ordentlich das doch hier aussieht. Schön. Wie im echten Leben. Okay, alles ist geöffnet. Ich würde sagen, da verkaufen wir jetzt den Rest vom Fest. Und in dem Tresor haben wir noch nicht geguckt, ne? Ne, da ist nichts drinnen. Und hier? Hier ist auch nichts drinnen. Wie findet ihr meine Lagerhaltung? Solange kann ich ja hier auch schon mal. Schaut mal an, was wir hier alles haben, ey. Mann, Mann, Mann. So viel Stuff und das muss alles gelistet werden. Tragbarer Lautsprecher. Also man kann ja immer sagen, so das Doppelte, ne? Hundertvierzig. Man kann ja immer roundabout immer das Doppelte machen. Seht ihr ab, genau, richtig, ab dem. Okay. Da sind wir bei. Oh Gott. Apropos, warte mal. Ich habe ja hier noch einen Skillpunkt. Wir haben ja noch zwei Skillpunkte. Was wollen wir denn machen? Verkaufen Sie Ihren Artikel automatisch, wenn ein Kunde kommt. Autoverkaufssystem. Boah, das ist schon. Das hört sich schon richtig brutal an, ne? Würde ich machen. Würde ich machen. Also wenn jetzt hier ein Kunde ist, der mir den gleichen Preis bietet, wie ich ihn anbiete, der verkauft sich automatisch. 26 das Doppelte, 52. 120, 128. Ich glaube, wenn ich immer das Doppelte einstelle, ne, dass die Leute dann sagen, nö, gar keinen Bock. Boah, aber die Hütten da jetzt, die Garagen, die waren richtig gut. Seht ihr, die wollen alle handeln, ne? Die wollen alle einfach handeln. Da hat sich noch nichts automatisch verkauft. Wir haben zwar Kunden, schön und gut, aber die wollen halt einfach nicht den Preis bezahlen, den ich vorschlage. Die wollen alle handeln, ne? Das sind alles Händler. Du musst vermutlich oben rechts auch Auto verkaufen anklicken. Ach ja. Wir haben 25 gemacht. Ah, das geht ja nur bei 60. Geht das jetzt allgemein automatisch oder
Nur wenn die Leute das bereit sind zu bezahlen. Glaube schon, ne? Es verkauft sich jetzt nicht alles, nur die Leute, die sagen, okay, ich habe keinen Bock zu verhandeln, ich kaufe den jetzt sofort. Stimmt, Endzeit, vielen Dank. Das habe ich komplett übersehen, ne? Schon wieder Bruch. Okay, 50 sind 100, kann man sagen. Machen wir. Nee, auch zu teuer. Machen wir 95. Die Kohle kommt automatisch rein. So, 32. Versteht das noch nicht. Ich verstehe das. 41. Habe ich ein Produkt reingestellt für 41 US-Dollar? Ach ja, okay, gut. 200 hat der Telegraph jetzt gerade eben gebracht. Ey, das ist ja chillig. Das ist ja richtig chillig. Damit habt ihr nicht gerechnet, ne? Also jetzt könnt ihr immer noch abstimmen, Freunde. Mache ich 5 Riesen. Das geht ja jetzt richtig. Das. Ich bin richtig stolz. Warte mal, was hat man da? 48 sind. Manchmal so Hänger, ne? Das ist. So. Nee. Oh, die Kohle kommt rein, Freunde. Aber es waren ja echt perfekte Lootboxen. So müsste es laufen, ohne Versand, ne? Einfach per Teleport. 120, 128. Sind wir bei 40. Nee. 48? Nee. Einfach weg damit. Aber jetzt kommt es so schnell rein, dass ich es gar nicht mehr ausrechnen kann. Aber haben wir schon Plus gemacht? Wie viel sind wir denn eigentlich gestartet? Ich müsste mir eigentlich immer aufschreiben, wie viel, also mit wie viel Geld ich starte. Weil sonst ist es zu heavy. Zu heavy für mich. 4 abgezogen. Sind wir bei 96. 44. Bowling Pin 16. Aber hatten wir mehr? Nee, ne? Da könnte man jetzt das eigentlich schließen und einfach so auf entspannter Rino abverkaufen. Haben die noch offen? Haben es einfach Mitternacht. Haben die da noch einen Flohmarkt? Die verkaufen da einfach noch. Warum verkaufen die um Mitternacht? Fünfundsiebzig, zu teuer. 100, 110. Lass deinen inneren Holzfäller frei. Ich habe echt ein Problem damit, wenn zu wenig geschrieben wird, ne? Seid ihr noch da, Chat?
Okay, gut, Gott sei Dank. Ich habe nämlich immer Schiss, dass es sich aufhängt, weil einfach keiner sich meldet. 60, komm, yalla. Wäre es mit 94? 85, passt. 85 ist echt ein guter Preis, vor allem wir bekommen dafür 200. 40. Einen Drucker. 205. Uhuhu, wir machen Schnapp. 170, Junge. Das ist viel zu viel. Ich gebe dir 120 Kröten. 100, oh, 134. 130, komm, yalla, mach gerade. Perfekt. Ja, cool. Mal gucken, ob ich das Auto treffe. Ah, schade. Geil. So. Wette zu Ende waren keine 5K. Nein, doch. Also halt bis zum Ende des Streams. Bis zum Ende des Streams. Oder wenn ich aufhöre zu zocken. Ist ja 22 Uhr, ne? Kann man den dann reparieren? Man kann einfach die Gegenstände reparieren. Man kann einfach das reparieren. Ich repariere jetzt einfach den seinen Scheiß. Hier den Fußball können wir noch mitnehmen. Gibt ja höchstens 5. 7, 6. Ja, hopp, immer trotzdem mit. Nein, doch nicht innerhalb von 10 Minuten habe ich doch keine 5K gemacht. Das ist doch so verständlich. Das war jetzt bis zum Ende des Streams. Bis zum Ende des Streams. Also bis um 22 Uhr. Da kommt vielleicht drauf an. Vielleicht kann ich auch eher aufhören, wenn ich die 5K geschafft habe. War mir auch nicht klar, dachte mit den aktuellen Artikeln. Ah ja, gut, dann brechen wir die Wette ab. Das habt ihr zu verantworten, Chat. Gut, dann löschen wir nochmal. Vorhersage starten. Wie lang geht denn so ein Ding? 30 Minuten. Okay, wir machen jetzt eine 30-Minuten-Wette. Das habt ihr zu verantworten. Weil ich die Wette löschen musste, musste der Mann draufgehen im Spiel. Okay, gut, wir machen jetzt eine 30-Minuten-Wette. Und in diesen 30 Minuten können wir ja, was könnte man denn machen in dem Spiel?
Ah, da muss ich mich echt anstrengen. Was könnte ich denn machen? Okay, Achtung. So. Ich hoffe natürlich, jeder hört zu. Ich mache jetzt eine 30-Minuten-Wette rein. Habe ich bis Ende der Wette. Was machen wir denn für einen Kontostand? $3.500 auf dem Konto. Ich habe 1,5. $3.500 innerhalb von 30 Minuten. Ja? Nein. Und jetzt könnt ihr einmal reingambeln, Freunde. Und jetzt kann ich ja schon, kann ich schon machen, ne? Habe ich bis am Ende der Wette $3.500 auf dem Konto. Ich muss mir das nochmal aufschreiben. Oh Mann, ich werd alt. Okay. Let's fetz. Ich muss mich beeilen. Versucht das natürlich, ne? Es sind ja noch Flohmärkte. Ich brauche, glaube ich, gar nicht zu pennen. Es sind ja Flohmärkte. Oh, Matesk. Matesk 1986 gönnt Abo schon für 32 Monate. Alter Matesk. So jetzt aber, hoffe der Sub geht jetzt durch. Bleib wie du bist und danke für deine Unterhaltung. Matesk, vielen, vielen Dank, mein Lieber, für 32 Monate Support. 32 Monate Support. Vielen, vielen Dank. Ehre geht auf jeden Fall raus. Haut mal hier alle Ehre für Matesk rein. Ich glaube, Matesk ist einer mit derjenigen, der wirklich von Anfang an mit dabei ist, ne? Von Anfang an. Geisteskrank, ey. Okay, Freunde, wir haben immer noch die Wette. Habe ich $3.500 am Ende der 30 Minuten auf dem Konto? Ja oder nein? Ey, ich bin jetzt fast schon bei 2, ne? Alle Ehre in den Chat. Vielen, vielen Dank. Für so lange Support, ey. Da müsste ich mir eigentlich auch was mal ausdenken, ne? Wenn jemand so lange supportet. Ich hab was verkauft. 2100, 2200. Ich versuche das Ganze natürlich jetzt noch mit, ich glaube, so Auktionen dauern zu lang. Ich meine, wir haben ja jetzt hier die Sachen noch vor Ort. Keine Ahnung, also halt wirklich, keine Ahnung, warum man hier... Warum man hier jetzt noch auf den Flohmarkt gehen kann. Schlechter Zustand, das kann ich doch reparieren. Ich repariere einfach das Zeug. 162 Euro. Oder $162 kriegt man so 320. Das können wir mitnehmen, ne? Das können wir mitnehmen. 180, ich gebe dir dafür locker flockig. 120, komm. Denk dir mal was aus. Alle sagen ja und er macht 30 Minuten einfach nix. Uff. Endergreen 2030 folgt jetzt. Endergreen, vielen, vielen Dank für dein Follow. Ehre geht auf jeden Fall raus. Herzlich willkommen beim Flohmarkt-Simulator bzw. bei Storage Hunter. Storage Hustle. Sprech mich da immer, ne? Storage Hustle ist das. Es geht, was geht. Dafür bekommen wir dann so circa, also halt immer das Doppelte, sind wir bei irgendwas mit 900, 960. Wir gucken mal, vielleicht geht er ja auch ein bisschen runter, ne? Obwohl, wir schauen erstmal hier. 144. 200, da kriegen wir 400 für. Ja, wild. Komm, Digga, wir machen jetzt 200, komm, 70. Rassier mir nicht die Eier. 216 hört sich schon mal gut an, 215 wenigstens. Perfekt.
Gerne noch an der Kanalwette teilnehmen, ne? Alle reingambeln. Habe ich bis zum Ende der 30 Minuten. Ey, das ist ja, das lohnt sich ja gefühlt alles. Was haben wir denn da jetzt für einen Money Glitch? 20? Oh, oh, ich glaube der. Oh, das war zu billig. 50? Nein! Nein! Ist beleidigt. Gehen wir mal dahin, das liegt nämlich gleich ums Eck. Schnell, 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 schnell. Kaputt. Und 20 kriegt man 60. Ecklautsprecher, was ist denn das? 130, normal. 260, nee. Lohnt sich alles nicht. Uff. 90. 240. 240 kriegt man dafür. Oh, das lohnt sich wiederum. Mach mal, komm. Oh, ich hoffe, der ist nicht beleidigt. 40 Dollar runter. 120, das ist gut. Mach mal 115 und dann mach einmal ein Geschäft. Jawollo. Ey, Mitternacht Flohmarkt. Und das rund um die Uhr. Das wäre so ein Traum. Schnell, 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 schnell. Wenn man beginnen will mit Reselling, muss man direkt ein Gewerbe anmelden. Sollte man schon, ja. Besser wäre Aktion dort richtig reincashen und beim Riesenlager für 2.500 Fassler, vielleicht lohnt sich das. Gleich nimmt er Kredit und schon hat er 3.500 drin stehen. Ich habe leider schon den Kredit aufgenommen. Auf dem Flohmarkt Sachen reparieren und nicht verkaufen. Das mache ich am Samstag auch mal. Oh. Genau, Kredit habe ich schon. Muss ich noch abbezahlen. Also jetzt hier in dem Game. 95, sind wir bei 180, das lohnt sich nicht. 60. Oh, kaputt. Die werten wir jetzt auf, Freunde, mit einem Hammer. Oh, das hört sich gut an. Das hört sich richtig gut an, das Angebot. 120, machen wir 30 plus. Und wenn wir noch ein bisschen verhandeln. Komm, Digga, geh einfach jetzt 20 Dollar runter. Ja, passt. Oder meint ihr, ich soll jetzt einfach... Oder soll ich pennen? Also, ja. Ich dürfte eigentlich pennen, ne? Ich darf pennen. Dann penne ich jetzt. Beziehungsweise stelle ich das ein. Penn. Und dann gehe ich gleich zu einer Auktion und guck mal und gamble mal da ordentlich rein. Aber ich habe halt... Das Problem ist halt, ich habe halt kein gescheites Werkzeug. Beziehungsweise Scanner, dass ich irgendwelche legendären Sachen... Mano, es backt rum. Alles schnell ins Lager. Wo ist die Powerbank? Ich hoffe, die ist mit rausgeflogen. Sonst bin ich mad. Oh, die Powerbank, doch. Powerbank waren wir bei 120, 130. 200 machen wir 400. 120 machen wir 240. Dreihundertzwanzig. Deine Flohmarkt-Reselling-Videos sind richtig geil. Wünsche dir nur das Beste. Dankeschön. Ender Green und Dankeschön auch für dein Follow vor 5 Minuten. Ehre geht auf jeden Fall raus. Dienstag, Donnerstag und Sonntag streame ich hier immer von 18 bis 22 Uhr. Oha. Ortikaga Orti folgt jetzt.
Vielen, vielen Dank auch für deinen Follow. Ehre geht auf jeden Fall raus. Otti Karotti.